Der gestrige Tag lief für uns wirklich optimal. Wir hatten das Glück, dass die Renaults in erster Startreihe disqualifiziert wurden, nach hinten gestellt wurden. Das war natürlich für uns eine sehr glückliche Fügung. Und deshalb haben wir gestern die Team-Europameisterschaft einfahren können. Ja, und eigentlich ging es für uns als Team heute um nichts mehr. Für Antonio gab es ja auch nur noch eine sehr, sehr theoretische Chance, noch den Fahrertitel zu holen. Wobei es natürlich schon so ist, solange es eine theoretische Chance noch gibt, muss man sie versuchen zu nutzen. Gestern hatten wir überhaupt keine Unfälle, keine Kratzer an den Autos, alles wunderbar. Und heute hatten wir einen sehr gefährlichen Startunfall, bei dem meine Fahrer diesmal von anderen Fahrern, oder dieser Unfall wurde ausgelöst von anderen Leuten. Meine Fahrer waren überhaupt nicht beteiligt, waren aber letztendlich die Leidtragenden. Der Antonio war ganz rechts auf der Strecke und der Uwe war ganz links und trotzdem sind sie quer durchs Feld gekegelt worden, dass sie dann zum Schluss noch beide in der Mauer gelandet sind. Ich glaube, dass da bei manchen vielleicht die Aufregung zum Ende der Saison noch vielleicht einen kleinen Platz irgendwo gut zu machen zu groß war. Es war jedenfalls sehr gefährlich.